Ich wurde von einer weiteren Brutmutter kontaktiert. Rylot hat ihre große Brut aus dem Konflikt herausgehalten. Sie ist von dir beeindruckt und will ihre Brut zurück zum Schwarm bringen. Brutmutter Rylot, hör mir zu. Führe deine Brut auf Jontur 2. Dort produziert die Liga ihre neuesten Raumschiffe. Zerstöre diese Welt für den Schwarm. So soll es geschehen, meine Königin. Du hast nicht ausgewählt. Dieser Ort ist sehr abgelegen. Trotzdem wird er so streng bewacht wie Kohal selbst. Die Terraner müssen hier etwas sehr Wertvolles verstecken. Technologie dieser Größenordnung? Dazu sind Arcturus-Ingenieure nicht in der Lage. Vielleicht haben sie Hilfe von einer höheren Macht erhalten. Wenn es Antworten gibt, dann im Inneren. Dieser Ort besteht aus Stein und Metall. Warum? Bist du nicht beeindruckt? Die Urzak könnten so etwas nicht bauen. Ich brauche keine Mauern. Ich entwickle einen Panzer. Ich brauche keine Waffen. Ich entwickle Klauen. Mit Werkzeugen kann man etwas schaffen, das stärker ist als dein Panzer oder deine Klauen. Werkzeuge bleiben gleich. Ich sammle, ich entwickle mich. Die Skygear-Station, das geheime Waffenlabor der Liga. Sie ist das Herz von Mengsks Hybridenprogramm. Erzähl mir von den Hybriden. Eine Kombination der DNS von Zerg und Protoss. Etwas, das unmöglich sein sollte. Und diese Kreaturen folgen wirklich den Befehlen von Mengsk? Das glaubt er zumindest. Ich selbst bin da nicht so sicher. Du hast an Stärke hinzugewonnen. Eine weitere Fähigkeitsstufe ist jetzt in dir erwacht. Super, Level 50. Was haben wir denn? Fangen wir auf Level 60, kriegen wir die nächste und dann gibt es noch 10 Level, ohne dass wir dann eine neue Fähigkeit nochmal kriegen. Aber egal. Brütling-Infektion. Gegner, die durch Kerrigan Schaden erleiden, werden verseucht und erschaffen 2 Brütlinge mit unbegrenzter Lebenszeit, wenn sie schnell getötet werden. Das ist schon mal richtig mies. Jeder Angriff erhöht Kerrigans Angriffsgeschwindigkeit vorübergehend um 15%. Stapelbar bis zu einer Angriffsgeschwindigkeit von 75%. Boah, ey, was sind das für Fähigkeiten? Da kann man sich doch erst recht nicht entscheiden. Abklingzeiten und Energiekosten von Kerrigans Fähigkeiten werden um 20% verringert. Abklingzeiten und Energiekosten. Das heißt, ich könnte meine Psi-Verschiebung, kinetische Welle, alles könnte ich nicht doppelt so schnell, um ein Fünftel weniger machen. Abklingzeit keine, stimmt. Und wie war das hier? 10 Sekunden, ein Fünftel, also 2 Sekunden weniger. Hier kann ich nach 8 Sekunden schon wieder zaubern, genauso wie... Hier sind sogar schon 8. Hier sind ein Fünftel noch weniger als eine Sekunde. Ein bisschen mehr als eine Sekunde, weniger als 2. Und Energiekosten? Tja, lohnt sich das? Angriffsgeschwindigkeit 75%. Das heißt, ich greife fast zweimal so schnell an wie sonst. Das heißt natürlich, ich werde ja viele töten mit Kerrigan. Zählt dazu auch kinetische Welle, wenn ich damit einen Gegner ja instant töte? Ich glaube, ich nehme mal das. Weil sobald ich mit Kerrigan rumlaufe, habe ich ja dann eine kleine Brütlingarmee. Deines Schwarms kontrolliert den Eingang zum Labor. Die Hybriden warten im Innern. Jagen wir sie zur Hölle. Beeil dich, ich habe einen Kampf zu führen. Ich muss dich vor dem Wesen warnen, das dieses Labor leitet, Dr. Narut. Ein uralter Gestaltenwandler, der im Laufe der Jahre viele Formen angenommen hat. Er hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Also ist er kein Terraner. Protoss?
Er kann nicht Zack sein, das wüsste ich. Nichts davon. Er ist der Diener eines uralten Xel'Naga namens Amon. Ich habe auf Zerus von Amon gehört. Er ist tot. Nun, seine Schöpfung lebt weiter. Narut ist die gefährlichste Kreatur, der du je begegnet bist. Und dort drin wirst du ihm gegenüberstehen. Die Hybriden vereinen die besten Eigenschaften der Zerg unter den Protoss. Ihre körperliche Stärke und ihre psionische Macht sollte nicht unterschätzt werden. Befindet sich die Krönung von Naruts Forschung. Hybriden. Sie sind die ultimative Waffe für die letzte Schlacht. Die Hybriden erwachen. Was geschieht mit dir? Er greift mich psionisch an, schwächt mich. Bleib stark! Töte den Hybriden, oder wir sind alle dem Untergang geweiht! Ein Hybrid fügt dir so viel Schaden zu? Was ist, wenn da mehrere wären? Naja, an dieser Stelle höre ich für heute auch erstmal wieder auf. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Gucken. Die Tage kommen natürlich wieder mehr. Ich denke mal morgen, spätestens übermorgen, müsste ich mit dem Spiel durch sein. Und das werdet ihr dann auch die Lösung auf Spieletipps lesen können. Ja, an dieser Stelle verabschiede ich mich wieder. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mich abonniert, wenn ihr meine Videos liked. Aber meistens natürlich macht das Abo. Freue ich mich über das Abonnement. Also bis dann, einen schönen Abend noch.